wir jetzt aber zum Ausblick. Wie sehen die nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahre aus? Da gehen wir wieder zu unserem Modell zurück. Und hier sehen wir ja vor allen Dingen eines, dass es nämlich in dem oberen linken Quadranten gar nichts gibt. Da geht es aber schon so langsam los. Wir sehen schon vereinzelte BERA-Fusionen und die auch, wenn man genau nachguckt, dann gar nicht so selten. Die sehen wir in verschiedenen Resistenz-Settings, die sehen wir aber auch so vorkommen. Übrigens auch nicht nur auf Lungenkrebs bezogen, das kommt wirklich relativ häufig vor. Ansonsten gesellen sich zu den Fusionen oder zu den mit größerer chromosomaler Veränderung mittlerweile auch MET-Fusionen hinzu. MET-Fusionen sind auch ziemlich selten, aber jetzt müssen wir ja sagen, wir reden ja von personalisierter Therapie. Zielgerichtet ist ja ein technischer Begriff. Wir wollen ja in erster Linie personalisiert therapieren. Und da überrascht es ja kein bisschen, dass die einzelnen Veränderungen fast schon individuell sind und dass man nicht erwarten kann, dass 80% aller Lungenkrebsfälle eine Mutation haben. Außerdem sehen Sie noch FGFR. Das sind verschiedenste Rezeptoren, FGFR 1 bis 4. Da können auch eine ganze Menge an verschiedenen Mutationen vorkommen, also Fusionen, Punktmutationen, Amplifikationen, das komplette Brett. Bei den Punktmutationen kommt natürlich auch noch eine ganze Menge dazu. Wir haben KRAS G12C, stellt sich die Frage, was mit den anderen KRAS-Subtypen so ist. Was ist, wenn wir nicht BRAF V600X oder E haben, sondern wenn wir eine andere BRAF-Mutation haben. MEP2K1, alles Serin-Treonin-Kinasen sind ebenfalls da. Rechts sind hinzugekommen auch ROS1-Mutationen, die gucken wir uns gerade genauer an. FGFR-Mutationen habe ich gerade bei den Fusionen schon gesagt, auch Thema der Forschung und was wir uns regelmäßig angucken und wo es auch klinische Studien zu gibt. Links unten, gelb, habe ich bewusst in der Farbe geändert. Da sehen Sie KEAP1, NFE2L2 oder NRF2 und TP53. Gelb sind die eingezeichnet, weil das sind keine aktivierenden Mutationen. Also NFE2L2 schon, aber das ist ein bisschen komplexer. Standardsatz, machen wir auch noch ein Video zu. Aber TP53 haben wir ja schon behandelt, ist eine typische inaktivierende Funktionsverlustmutation. KEAP1 werden wir auch noch behandeln, ebenfalls ein Funktionsverlust. Das heißt, hier gibt es eine Form von zielgerichteter Therapie, obwohl das Ziel gar nicht aktiviert ist. Da ergänzen wir bald unser Portfolio an zielgerichteter Therapie-Videos um ein neuerliches zielgerichtete Therapie 2, in dem wir darauf eingehen, was denn passiert, wenn man entweder das Target gar nicht inhibieren kann oder wenn das Target gar nicht aktivierend ist. Aber auch das ist zielgerichtete Therapie. Und dann gibt es noch ein bisschen anders NRG1-Mutationen im Lungenkrebs. Die sind, brauche ich nicht zu sagen, sehr selten. NRG1 sind auch Fusionen, deswegen da auch rechts oben im Quadranten. Warum ist das so komisch? NRG1 ist ein Ligand. Das ist überhaupt keine Kinase. Die Kinase oder der Rezeptor, der von NRG1 angesprochen wird, ist HER3, also Bruder von EGFR und HER2. Da gibt es bislang einiges an Theorie, warum man das gut mit EGFR-Inhibitoren hemmen könnte, bleibt allerdings noch bei Theorie, wie gesagt, sehr, sehr selten. Und worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin, was eigentlich auch ein bisschen unfair ist, hätten wir eigentlich auch noch machen müssen, sind die ganzen Amplifikationen. Bei den Amplifikationen ist die Kinase natürlich unverändert, sind auch sonst relativ wenige Veränderungen. Das ist nochmal, ja, einfach eine andere Geschichte. So viel erstmal zu den Pärchen, Target und zielgerichtete Therapie. Aber es gibt natürlich noch einen Aspekt, den wir unbedingt erwähnen müssen, wenn wir von zielgerichteter NSCLC-Therapie 2023 sprechen. Und das ist natürlich ich habe Ihnen hier nur exemplarisch TP53 Co-Mutationen zu spezifischen Treibern genommen und das Ganze aufgelistet hinsichtlich dem Ausmaß der genetischen Aberration. Sie merken vielleicht schon, dass ich schon an mein Modell glaube, dass das alles Einfluss hat. Und was ich genommen habe, sind nur eigene Daten. Also nur Daten, die wir in Köln über die Jahre generiert hatten, von PIK3CR über KRAS, über relativ neu EGFR-Exon-20-Mutationen, ALK und ROS1 natürlich. Und da sehen Sie, dass es auch hier wieder so zu sein scheint, dass zumindest die TP53-Mutation beim Auftreten dann eine größere Rolle spielt, wenn das Ausmaß der genetischen Aberration größer ist. Jetzt können Sie sagen, warum hat der denn PIK3CR und KRAS unabhängig voneinander, es sind auch beides Punktmutationen, die da häufig vorkommen.
Das ist richtig, aber das Modell ist noch mal ein bisschen erweitert. Die Punktmutationen lassen sich noch mal unterscheiden in sogenannte Transitionen und Transversionen, wobei die Transversion, die ein bisschen größere Veränderungen darstellt, die sind bei Keras häufiger, bei PIK3CA eigentlich so gut wie nie vorkommen. Also wir haben bei PIK3CA eher die Transition und bei Keras eher die Transversion. Und Sie sehen, bei diesen beiden Mutationen machen die Komutationen relativ wenig aus. Bei ALK und ROS1 dagegen schon enorm. Was kann man aber jetzt vom Medikament erwarten? Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, da haben wir irgendwas 10, 11 Monate gesehen, das ist jetzt in Stein gemeißelt, sondern die Dynamik, was die Entwicklung von den verschiedenen Substanzen angeht und was wirklich die Verbesserung der individuellen Therapien angeht, ist phänomenal. Ich habe Ihnen das hier mal aufgezeigt. Das ist der Einfluss eines Medikamentes auf eine spezifische Mutation. Ich glaube, ich verrate jetzt noch nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, das sind RET-Fusionen. Und das ist 2016 publiziert worden. Und wir haben das wirklich gefeiert, als das kam. Wir dachten, wow, wir haben 28% Ansprechen bei einer Aberration. Also ein neues Target in unserer zielgerichteten Therapie, Armada. Und natürlich wurde im Weiteren diskutiert, ja gut, 28% Ansprechen, das ist klar. Besser als sämtliche Chemotherapie, die dabei 10% im Spätlinien-Setting ja wäre. Aber das ist ja doch nicht so gut wie das, was wir von anderer zielgerichteter Therapie kennen. Und dann wurde viel diskutiert, ob das an RET liegt, ob RET ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil es schlechter zu therapieren ist, ob es daran liegt, dass womöglich doch noch eine Chemokomponente dazugegeben werden muss. Man hat sich diskutiert über Kombinationstherapien mit Chemo etc., mit höheren Dosierungen vom RET-Inhibitor, der damals eingesetzt wurde. Übrigens ein extrem unselektiver Inhibitor, den man genommen hatte. Naja, und 4 Jahre später sehen Sie das hier. Das ist, große Überraschung, RET. Das sind RET-Fusionen. Jetzt allerdings mit einer anderen Substanz. Und jetzt sehen Sie vielleicht kleingedruckt drüber oder so, kann ich Ihnen noch mal vorlesen. Das sind jetzt therapienaive Patienten. Das sind Patienten, die bei Erstdiagnose ihres NSCLCs eine RET-Fusion haben. Die kriegen dann eine zielgerichtete Therapie in Tablettenform und die sprechen in 85% an. 33 von 39 Patienten haben eine Verkleinerung. Es gibt keinen einzigen Patienten oder keine einzige Patientin, die eine Zunahme ihrer Tumormanifestationen hat. Um das vielleicht sogar noch weiter ausreizen zu können, Sie sehen unten die Zitierangabe. Sie sehen Drillen et al. 2016 und Sie sehen Drillen et al. New England Journal of Medicine 2020. Das heißt, das ist ein und derselbe Autor, der das hier gemacht hat. Das heißt, es sind mehr oder weniger das gleiche Patientenkollektiv. Da ist kein Fehler drin, weil das eine vielleicht in Asien und das andere in Kirgisien war, sondern das ist wirklich exakt das Gleiche. Man sieht hier wirklich eine Steigerung von 28% Ansprechen und einem PFS von damals 4 Monaten hin zu einem PFS von jenseits der 20 Monate und einem Ansprechen von 85% in nur 4 Jahren. Das finde ich persönlich super aufbauend und wir liegen unseren Patienten ja auch manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig in den Ohren, dass wir sagen, da kommt bald noch was, da ist relativ viel Forschung im Gange. Es ist so. Wir sehen aktuell wirklich galoppierend die Entwicklung der zielgerichteten Therapie bei A immer mehr Targets und B immer mehr Therapielinien für die einzelnen Targets. In der Summe ist das hervorragend und noch lange nicht am Ende angekommen. Ich möchte nur abschließend nochmal, weil wir jetzt mit dem 2023er Video erstmal am Ende sind, kurz zusammenfassen oder kurz zu denken geben, womit wir es hier zu tun haben, nochmals. Das sind die Substanzen, die aktuell beim NSCLC in irgendeiner Therapielinie für irgendeine spezifische Mutation zugelassen sind. Und Sie sehen, das sind eine ganze Menge, das sind 22 verschiedene Substanzen. Das waren vor 10 Jahren genau 2 EGFR-Inhibitor und ein ALK-ROS1-Inhibitor. Mittlerweile, wie gesagt, 22 Substanzen. Also da galoppiert das Feld wirklich vorneweg und ich glaube, da ist wirklich richtig viel zu erwarten und zu erhoffen in den nächsten Jahren.